Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja letztens so eine Kette hier gezeigt und dazu werde ich jetzt heute noch ein Armband machen, auch wieder aus den gleichen Perlen, auch wieder in den gleichen Farbtönen. Und dafür braucht ihr einmal die Perlen und natürlich wieder Sicherheitsnadeln. Wer hat, kann am besten dann ein Gummiband verwenden und wer kein Gummiband hat, kann natürlich auch wieder so einen Nylonfaden verwenden. Als erstes bereitet ihr euch wieder jede Menge so Kombinationen aus Sicherheitsnadeln und Perlen vor. Wie ich das gemacht habe, das könnt ihr auch in meinem letzten Video sehen. Ist wirklich ganz einfach. Die Perle auf die Sicherheitsnadel machen und dann das Ganze hier zusammenkneifen. Außerdem brauche ich natürlich noch passend dazu wieder andere Perlen, also die ich dann dazwischen machen kann. Da suche ich mir dann die Perlen raus, die genau dazu passend sind und dann kann das auch schon losgehen. Ich ziehe immer eine Sicherheitsnadel auf. Und dabei muss ich darauf achten, dass immer die Perle dann oben ist. Dann kommt einfach eine einzelne Perle. Dann wieder eine Sicherheitsnadel. Dann eine einzelne Perle. Das mache ich jetzt so lang weiter, bis das so lang ist, dass es um meinen Arm rumpasst. So, das hat jetzt die Länge, dass es um meinen Arm rumpasst. Und ihr seht, ich habe das diesmal so ein bisschen ordentlicher gemacht. Immer genau farblich passend. Immer oben ist die gleiche Perle wie hier unten und ich finde, das sieht sehr schön aus. Auch das könnte man jetzt super schön als Kette benutzen. Also einfach jetzt da einen Verschluss dran machen und das dann als Kette nehmen. Ist also auch noch eine neue Kettenvariante. Aber jetzt geht es weiter, weil meins soll ja ein Armband werden. Ich lege das jetzt erstmal einmal so gerade hin und hier ist ja immer eine Perle zwischen. Ich werde jetzt hier an der Seite wieder zurück gehen, hier oben durch. Da ist ja auch so eine kleine Öffnung und da führe ich einmal meinen Faden hier durch. Ist ein bisschen klein die Öffnung, deswegen ist es nicht ganz einfach, den Faden hier so durchzubekommen. Und wenn der dann durch ist, dann ziehe ich jetzt hier einfach aufs Ende wieder die Perle, die genau die gleiche Farbe hat. Dann ziehe ich hier die nächste Perle durch oder die nächste Sicherheitsnadel und dann kommt wieder eine Perle. Ich nehme dann immer genau die Perle, die hier gegenüber dann auch ist. So ziehe ich das jetzt nach und nach wieder zurück bis ans andere Ende. So, ich finde, das sieht wirklich sehr schön aus. Wer ein Gummiband benutzt hat, der hat es jetzt ganz einfach. Da muss man das Ganze einfach nur noch hier hinten zusammenknoten und dann kann man es direkt so tragen. Ich muss mir natürlich jetzt noch einen Verschluss hier dran machen und das mache ich folgendermaßen. Am einfachsten ist es, wenn man die Perlen einfach komplett bis unten hin macht, also das an beiden Seiten jetzt hier komplett rauszieht und dann jetzt hier einen strammen Knoten noch drauf macht. Ich habe die Enden wieder direkt kurz abgeschnitten und mit so einem Feuerzeug kann man das Ganze dann noch kurz so ein bisschen anschmelzen. Dann ist es einfach ein bisschen, geht es nicht so schnell wieder auf. Jetzt nehme ich mir einfach irgendeinen anderen Faden, zum Beispiel ein Stückchen Baumwolle und nehme das hier an beiden Seiten so durch. Durch die Schlaufe am Ende. Dann mache ich meinen Arm hier durch und hier kann ich jetzt einfach einen Knoten drauf machen. Oder eine Schleife, damit man es dann wieder auf und zu machen kann. So, und schon ist mein Armband fertig. Hier unten ist jetzt einfach eine kleine Schleife und ja, man kann das praktisch auf und zu machen. Ich finde, das sieht total cool aus. Mir gefällt es richtig gut, die Farben und ist auch einfach mal was anderes. Wenn es euch auch gefällt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Gebt mir doch einen Daumen nach oben und vergesst auch nicht, das Video nochmal euch anzuschauen, wo ich die passende Kette dazu gemacht habe, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Sonst freuen wir uns natürlich auch über ein Abo und sonst, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!